habt bestimmt schon erraten, um wen es heute geht. Richtig, um Hunde. Aber nicht um irgendwelche Hunde, nein, um den Familienhund schlechthin. Einen Labrador, so wie unsere Paula hier. Damit der Hund aber auch so gut hört und so gut erzogen ist wie Paula, muss man ganz schön viel beachten. Und das will ich heute mit euch gemeinsam herausfinden. Aber erstmal gibt's die Quizfrage. Wofür eignen sich Labradore gut? Ist es Antwort A? Als Wachhunde? Oder ist es vielleicht Antwort B? Als Drogenspürhunde? Die Antwort gibt's wie immer am Ende der Sendung. Und während wir jetzt hier noch ein bisschen spielen, gibt's für euch ein paar tolle Infos. Labrador liegt nahe der Insel Neufundland in Kanada. Von dort stammen die Labradore ursprünglich. Früher waren sie Arbeitshunde und halfen den Fischern, einen guten Fang zu machen, indem sie aus den Netzen springende Fische zurückbrachten. Der Labrador liebt es, Dinge zu apportieren, also zurückzubringen, und er liebt Wasser. Auch heute noch wird er deshalb zum Beispiel als Rettungshund eingesetzt. Die Wasserratten sind sogar in der Lage, Ertrinkende zu retten. Labradore sind richtige Arbeitstiere, vor allem aber sind sie sehr freundliche Hunde, die auf Artgenossen und Menschen zugehen und Freundschaft suchen. Und nicht immer muss ihr Spielfreund Beine haben. In Irland hat ein Labrador sogar Freundschaft mit einem Delfin geschlossen. Ich besuche Paula in Feldkirchen. Hallo Paula. Und da hinten ist Joe mit ihrer süßen kleinen Tara. Und das hier ist Ulrike. Hallo. Hallo Anna. Ich werde gleich ganz nett begrüßt. Wie alt ist denn die Tara? Tara ist 4 Monate alt. 4 Monate, also noch ganz schön klein. Und Joe ist ihre Mama? Joe ist ihre Mama. Die hat also die Tara vor 4 Monaten bekommen? Ja, Tara und 8 weitere Geschwister. Das waren 9 Welpen. 9 Welpen? Ja. Mhm. Boah, da hatte die einen ganz schön dicken Bauch, oder? Absolut. Joe ist eine ganz tolle Mama, hat aber einen großen Wurf gehabt. Das ist schon so. Für einen Züchter ist es auch anstrengend, kann ich dir sagen. Aber macht Spaß, macht mir sehr viel Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du gleich 3 Labbis. Mhm. Hat das einen speziellen Grund? Müssen die in der Gruppe gehalten werden oder fühlen die sich auch alleine in der Familie wohl? Nein, die fühlen sich durchaus auch alleine wohl. Ich habe das wegen meiner Zucht. Aber ein Labrador wird eigentlich meistens einzeln gehalten. Der bindet sich sehr stark an seinen Menschen und unternimmt gern was mit seinem Menschen. Wenn der Labrador dabei sein kann, ist er happy. Die 2 liegen jetzt hier so schön süß zusammen im Körbchen. Hat da jeder seinen eigenen Schlafplatz oder bleiben die immer zusammen im Körbchen? Nein, die mögen das jetzt hier im Moment, aber es hat jeder seinen eigenen Schlafplatz und die können sich hier eigentlich im Haus aufhalten, wo sie wollen und hinlegen, wo sie wollen. Ulrikes Hunde dürfen auch auf die Couch. Wer das nicht will, muss ihnen von Anfang an beibringen, dass Sofa und Sessel tabu sind. Eure Hunde haben Glück, ihr habt hier sehr viel schönen Platz. Das ist natürlich toll. Gibt es denn so einen Mindestplatzbedarf für die Tiere? Nein, also die Hunde können in einem Haus wohnen, die können auch in der Wohnung wohnen. Was ich immer wichtig finde, ist, dass man gut rausgehen kann, dass man viel Natur um sich hat. Das heißt, es kommt gar nicht so auf den Platz an, den man zu Hause hat, sondern es kommt auf die Bewegung drauf an, wie viel man mit den Hunden rausgeht und wie viel man ihnen draußen bieten kann. Heute steht für Tara Hundeschule auf dem Programm. Denn Erziehung ist wichtig und ein junger Hund muss jede Menge lernen. Spaß macht es natürlich auch, denn in der Schule trifft Tara 3 ihrer Geschwister. Wir sind ja am Anfang unserer Ausbildung. Ja. Und machen das hier. Der Hund muss erzogen werden. Ja, das reicht also nicht, sich einen Hund anzuschaffen und dann nichts mehr zu tun, sondern das ist eine große Aufgabe, gerade mit dem jungen Hund, dass das dann so wird. Du siehst ja, ne, wie die zieht und wie das hier läuft. Das muss natürlich aufhören. Was würde denn passieren, wenn ich das nicht machen würde? Naja gut, also ein unerzogener Hund in unserer Gesellschaft, das geht im Grunde gar nicht. Erstmal ist es nicht schön für einen selber, zum anderen ist es auch nicht vertretbar für die Umwelt, das ist ganz klar. Ein unerzogener Labrador kann schnell lästig werden. So, das wird jetzt aber hier eine Konzentrationsprobe. Das macht sie aber gut. Ich dachte, die rennt jetzt sofort zu ihren Schwestern hin. Nein, das üben wir ja schon eine Weile und das ist auch gar nicht gewünscht. Die sollen sich jetzt konzentrieren, sollen ruhig sein, sollen nicht mit den Geschwistern spielen. Und wir versuchen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Auch Taras Geschwister müssen das üben. Alle ganz brav da. Aber ist auch nicht ganz einfach. Ich gehe mal ein Stück beiseite, damit sich Tara gut konzentrieren kann, weil ich bin auch Ablenkung. Als erstes soll Tara sich hinsetzen. Sit. Prima. Tara, bleib. Und sitzen bleiben, auch wenn Ulrike weggeht. Dafür gibt es eine Belohnung, denn Tara lernt noch. Ein ausgewachsener Hund muss natürlich auch ohne Leckerlis gehorchen. So, also Sitz kann sie, Bleib kann sie. Wie sieht's denn mit Platz aus? Ja, können wir mal probieren. Probier's nochmal. Gut. Ich halte nochmal Abstand. Alles klar.
Nun soll sich Tara hinlegen, also Platz machen. Auch dieses Grundkommando sitzt. Also Tara hat es ja jetzt super gemacht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es andere Hunde gibt, die es vielleicht nicht sofort können. Da muss man wahrscheinlich relativ geduldig sein als Hundeführer. Es braucht viele Wiederholungen, bis sie die Kommandos können. Wie oft muss man denn so ein Kommando wiederholen, bis der Hund das kann? Schon 100, 200 Mal, bis es richtig sitzt. Das bedeutet aber auch, ich krieg 100 Mal ein Leckerli. Also das lohnt sich ja dann auch voll für den Hund. Kooperieren lohnt sich immer. Es ist schon wichtig, was man im ersten Jahr tut. Dass, wenn man da intensiv und gut übt, das sitzt, das ist die Basis. Aber erstens kommt dann noch die Pubertät. Ah, die kommen wie wir Menschen auch in die Pubertät. Also in ein Alter, wo man dann ein bisschen schwierig ist, nicht mehr so gut hört und ja, so seine Grenzen austestet. Ja, da kommen die genauso rein. Puh, wann ist das ungefähr? Wenn sie 8, 9 Monate alt sind. Das heißt, das steht dir jetzt dann bald noch bevor mit deinem Hundekind. Ganz genau. Sag mal, und wenn er jetzt so brav war die ganze Zeit, darf er dann auch mal mit seinen Geschwistern spielen? Ich glaube schon, ja. Jetzt schon. Sie haben ja die Arbeit gemacht. Jetzt wird gespielt! Tata! Tara, Paula, Coco und Emma sind noch so jung, dass sie sich nicht allzu lange konzentrieren können. Da ist das Spiel nach dem Training die beste Belohnung. Außerdem lernen sie dabei, das Verhalten der anderen Hunde richtig einzuschätzen. Will der andere jetzt nur spielen oder kämpfen? Jetzt ist sie runtergetaucht! Die kann ja sogar tauchen! Ja, so schnell geht's. Schwupps, war die Tara im Wasser und hat sich mal schnell abgekühlt. Können die das eigentlich von selber oder muss man das denen beibringen? Nein, also die sind sehr wasserinteressiert. Das sind ja Wasserhunde, die lieben das. Und die Kleinen, die gehen irgendwann, wenn du mit denen ins Wasser gehst, fangen die einfach irgendwann an und probieren das auszuschwimmen. Hat das nicht wie bei uns Menschen, dass wir das erstmal üben müssen, sondern die gehen rein und probieren mal, die was probieren passiert? Und dann kommen sie wieder raus und wissen, wir können schwimmen. Kann ich denen denn auch einfach mal so ein Spielzeug reinschmeißen und die holen es dann? Das wäre das Allergrößte für die. Das ist das Allertollste, aber dafür ist Tara jetzt noch ein bisschen klein, oder? Ja, vielleicht machen wir das mit den Großen. Super gerne, dann machen wir das doch. Also ich gebe dir mal die Leine von der Paula, die bleibt jetzt bei dir. Du wirfst das Dummy und ich gehe mit der Jo und darüber und wir arbeiten mit Joe. Alles klar. Bei mir. Paula, sit. Bleib. Brrrt, brrrt. Apoch. Joe gibt Vollgas, um das Dummy zu holen. Das macht ihr Spaß und lastet sie aus. Und genau das brauchen die Energiebündel. Wer seinen Labrador nicht fordert, der bekommt früher oder später Probleme. Ein unausgelasteter Hund haut vielleicht ab oder geht alleine jagen. Deshalb ist Beschäftigung angesagt. 2 Stunden pro Tag will ein Labi bewegt sein. Und? Hat sie super gemacht, oder? Das war gut, das war einwandfrei. Kriegt sie jetzt auch ein Leckerli? Nein, das braucht die nicht. Die ist erwachsen und das war so viel Spaß für die. Braucht sie nicht. Kennt ihr das? Ihr sitzt irgendwo beim Essen und dann kommt ein Hund an und schaut euch so an. Es sieht so süß aus und es tut einem leid. Der will natürlich was zu fressen haben. Was macht man denn da am besten, Ulrike? Hart bleiben. Ehrlich? Ja, das fällt aber schwer. Sagen. Ja, musst du ganz hart sein. Und beim Labrador speziell muss man da ein bisschen aufpassen, denn die können erstens diesen Blick sehr gut und neigen auch zum Dickwerden. Deswegen steht bei Ulrike gesundes Futter auf dem Speiseplan. Die Labradore bekommen eine Mischung aus getrockneten Kräutern, Reis und Trockenfutter. Für einen großen Hund sieht das ganz schön wenig aus. Aber im Trockenfutter steckt jede Menge Energie und dazu gibt es noch eine Portion rohes Fleisch. Das reicht bis zum Abend. Und jetzt kriegen die das alle gleichzeitig? Ja, ich setze meine Hunde immer dahin. Kommt mal her. Ein gut erzogener Hund frisst erst, wenn es erlaubt ist. Und vor dem Futternapf zu warten, ist ganz schön schwierig. Das machst du. Mhm. Das ist Paulas Futter. Ich gebe mein Bestes. Taras Futter? Ja. Paula? Hol's dir. Hol's? Und Joe? Und Tara? Das hat doch wunderbar geklappt. Das hat ja ganz gut geklappt. Für die Großen gibt's 2-mal am Tag was zu fressen. Tara bekommt eine 3. Portion. Sie muss ja noch wachsen. Abgeschleckt werde ich auch noch. Oh! Also, das macht ihr schon sehr viel Spaß, mit der Kleinen hier zu kuscheln und vor allem zu spielen. Mit den Größeren natürlich auch.
Aber haben die denn immer so viel Lust, da drauf geknuddelt zu werden oder wollen die auch mal ihre Ruhe haben? Die sind sehr anhänglich und sehr schmusig, die meisten Labradore jedenfalls. Und da muss man ein bisschen drauf achten, dass sie einfach nicht zu aufdringlich werden. Aber das ist doch eigentlich schön, oder? Wenn das Tier immer mit einem Spaß haben möchte. Ja, das passt schon. Also die kuscheln sehr gerne. Man will ja nur auch mal da sitzen und seine Ruhe haben und oder in Ruhe fernsehen oder hat Besuch und will nicht dauernd von den Hunden belästigt werden. Aber Labradore sind schon wirklich Hunde, die gern schmusen. Deshalb sind sie auch als Familienhunde so geeignet, die spielen gerne mit Kindern. Ich merke schon, sie braucht viel Aufmerksamkeit. Wenn ich mich nicht mit ihr beschäftige, dann holt sie sich die Aufmerksamkeit. Die fordert sie sich, ja, genau. Kann ich die dann auch mal länger alleine lassen? Bis zu 4 Stunden, sag ich mal, ist es in Ordnung, dass man sie alleine lässt. Bei den großen Hunden? Bei den Erwachsenen. Tara kann noch nicht so lange alleine bleiben oder eigentlich noch gar nicht, aber wir fangen jetzt schon an, das zu üben. Ja, supi. So einen kleinen süßen Hund will man ja auch gar nicht alleine lassen. Verspielt sind sie beide. Was die Farbe angeht, unterscheiden sich Paula und Joe wie Tag und Nacht. Die Vorfahren des Labradors waren alle schwarz, so wie Joe. Später züchtete man aus Liebhaberei auch helle Tiere wie Paula. Heute werden Labradore in den Fellfarben Schokobraun, Gelb und Schwarz gezüchtet. Labradore sind ja richtige Rassehunde. Da kann ich mir vorstellen, die kosten auch ein bisschen was, oder? Ja, also speziell, man sollte ja beim guten Züchter sich so einen Hund anschaffen, kaufen. Und da muss man schon so zwischen 1.000 und 1.500 Euro rechnen als Anschaffungspreis für den Hund. Okay, aber im Gegensatz zu anderen Haustieren muss man auch noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, denn man muss Hundesteuer bezahlen und die Haftpflichtversicherung. Wofür brauche ich denn eine Haftpflichtversicherung? Naja, der Hund kann irgendwas beschädigen oder kann gar einen Unfall verursachen, was wir ja nicht wollen. Und dann kann es sehr teuer werden. Dafür muss der Hund abgesichert sein, wie wir ja auch. Ich brauche ja noch Futter. Was kostet mich das denn ungefähr im Monat alles zusammen? 100 bis 150 Euro musst du rechnen für einen Labrador. Und jetzt nochmal alle Infos zu den Labradoren. Die gibt's auch im Internet. Wie viel Platz brauchen Labradore? Zu Hause braucht er nur einen Platz zum Ablegen. Viel wichtiger ist die Umgebung. Natur zum Austoben und im besten Fall ein Badesee in der Nähe. Wie pflegt und hält man Labradore? Der Labrador gilt als Familienhund, aber auch Labbis müssen in die Hundeschule. Dort lernen die jungen Hunde die wichtigsten Grundkommandos. Was fressen Labradore? Labradore könnten den ganzen Tag fressen. Was das Futter angeht, sollte man sie an der kurzen Leine halten, sonst werden sie zu dick. Kuscheln Labradore gerne? Nichts lieber als das. Der Labrador ist sehr auf seine Menschen bezogen. Deswegen kann man ihn auch höchstens 4 Stunden alleine lassen. Was kosten Labradore? 150 Euro sollte man monatlich für den Familienhund einplanen. Vielen Dank, Ulrike, für den wunderschönen Tag. Aber bevor ich mich jetzt verabschiede, hätte ich noch eine Quizfrage, die gelöst werden müsste. Wofür eignet sich der Labrador besonders gut? A. Als Wachhund. Oder B, als Drogenspürhund? Antwort B, Drogenspürhund. Die haben so eine gute Nase, die sind besonders geeignet dafür. Genau. Dadurch, dass der Labrador so lieb und zutraulich ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass er einen Eindringling verjagt. Er freut sich eher und sagt, hallo, schön, dass du da bist. Und wenn man dann noch eine kleine Bestechung dabei hat, dann ist das Ablenkungsmanöver perfekt. Schau mal, eine kleine Hundesalami. Damit macht man sich immer Freunde, gell? Ich bin total glücklich, weil ich heute den ganzen Tag draußen war, super viel erlebt und gelernt habe und es mit diesen Labradoren einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Servus. Magst du noch was? Au! Ganz schön gierig.